Hallo, guten Morgen. Es ist eigentlich gar nicht wirklich morgen, es ist fast schon 12. Sef und ich sind gerade unterwegs ins Fitnessstudio. Ja, bei meinem Hotel kann man nämlich ins Fitnessstudio gehen, die haben auch eins dabei. Also unser Plan ist heute halt zum Sport zu gehen, danach einen Baum zu besorgen. Heute ist Samstag, der 11. Dezember. Sef und ich sind heute 8 Jahre zusammen. Go us! Und ja, werden aber wahrscheinlich erst morgen dazu kommen, den zu schmücken. Und halt Videos, ne? Videos machen, so fürs Arbeiten. Und vielleicht schaffen wir es auch, was zusammen aufzunehmen. Das wäre sehr schön. Das haben wir ja ewig nicht gemacht, Leute. Ihr wisst am besten Bescheid, wie lange wir keine Videos mehr zusammen gemacht haben. Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe 12 Stunden geschlafen. Irgendwie von der Schule komme ich immer so müde zurück. Und bin gestern auf der Couch eingepennt, was ich noch nie gemacht habe. Gekrümmtes Hörnchen, ne? Hier liegt überall Schnee. Also selbst an der Küste, wir wohnen ja an der Küste, liegt Schnee. So sieht's aus, aber ich bezweifle, dass das noch länger oder dass das sehr lange so bleiben wird. Es taut schon. Es taut schon, man merkt schon. Hi, ich war gerade 20 Minuten auf dem Laufband, aber ich laufe nicht, ich gehe immer nur. Und zwar am besten bei einer Steigung von so zwischen 8,5 und maximal 12. Und Speed zwischen so 4,5 und 5. Ja, macht das erstmal so 20 Minuten. Aber tut gut, sage ich euch. Mache ich eigentlich voll selten. Weil ich halt normalerweise mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre öfter. Oder mich halt auf Arbeit sehr viel bewege. Und wenn ich Schule habe, mache ich das natürlich nicht. Dann brauche ich mal ein bisschen Cardio in meinem Leben. Gut, jetzt mache ich Krafttraining. Und zwar Oberkörper, Arme, Schultern. Vielleicht Brust drücken, mal sehen. Mal gucken, ob ich noch zu pummelig bin. Vor einem halben Jahr. Sind wir eben bei Rossmann. Auch Handcreme dieser Jahreszeit. Was ist das, die hier, die ich habe? Diese nehme ich mit. Mhm. Und hier unten diese mit Urea. Okay. Die habe ich bei einer Klassenkameradin getestet. Die war sehr gut. Die war sehr gut. Urea ist super. Brauchst du sonst noch was? Wir finden immer was. Ich sag's euch, wenn wir einmal bei Rossmann sind, kaufen wir immer alles. Habe ich das Gefühl. Sepp, was hältst du von dem Auto, hm? Können wir das haben? Ja. Das ist so geil. Wenn du damit übereinstimmst, dass wir nirgendwo parken können, dann ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay, wir nehmen ja schon den Jaguar. Wir fahren jetzt zum Baumarkt. Aber ich esse jetzt erstmal was, und zwar Thunfisch mit Mais. Ja, bestes. Toll! Und nach dem Workout. Gut. Du kannst auch was davon haben, wenn du willst. Ich habe ja schon die Hälfte davon gegessen im Sport. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, es ist doch noch was da. Wenn nachher nichts mehr da ist, dann kannst du nichts mehr essen. Nee. Boah, wir fahren gerade durch den wunderschönsten Winterwald hier. Wow. Es schmilzt aber echt schon alles. So, wir sind wieder bei Tom. Unserem Baumarkt unseres Vertrauens. Beziehungsweise der einzige. Ja. Egal. Und gucken jetzt nach Tannenbäumen. Also das ist hier die ganze Auswahl. Es sind irgendwie 7 Bäume. Also, ich habe echt was anderes erwartet. Bisschen mehr Auswahl. Es gibt hier auch noch einen Tannenbaumstand, aber der sieht gar nicht so scheiße aus. Nö, ne? So schlecht sind die alle gar nicht. Wir entscheiden uns. So, Savvy, was hast du da jetzt? Eine Lichterkette, eine ganz einfache. Die ist ein bisschen heller, steht zwar warmweiß drauf, aber die ist ein bisschen eher kaltweiß. Das finde ich eigentlich ganz schön, glaube ich, weil es sieht aus wie Sterne. Ich denke auch. So, das ist der Baum. Das ist das Auto. Das eine muss jetzt ins andere. Das wird jetzt interessant. So, sind endlich wieder zu Hause. Haben es ein bisschen schön gemacht hier. Die Pyramide ist an. Und unser Adventskranz, den wir letzte Woche bei Tom mitgenommen haben. Da wird noch Chicken Wings im Ofen, aber wir essen jetzt erstmal, wie heißt das, Kürbissuppe? Kürbissuppe. Von meiner Mutti. Ja, der Baum ist noch draußen. Der Baum, den haben wir auf dem Balkon gestellt erstmal. Sich beruhigen, er war knatzig.
Wir haben es schon echt mega schön hier, muss ich ja mal sagen. Ich habe gefühlt die ganze Woche kein Gemüse gegessen. Nur ein bisschen Mais und Möhren. Also so zwei Möhren in der ganzen Woche. Ist halt auch ein bisschen wenig. Deshalb freue ich mich gerade sehr über eine Gemüsesuppe mit Brokkoli extra. Mhm. Grünes Gemüse ist halt auch wichtig. Ja, auf jeden Fall. Bis später, Leute. Hallo Leute, es ist Stunden später. Es ist jetzt schon 9:30. Ich habe ein bisschen abgewaschen und dann war ich fertig vom Abwaschen, musste erstmal chillen auf der Couch und dann ist Safe gekommen und hat sich mit mir unterhalten. Und jetzt ist er gerade wieder unten und nimmt Videos auf. Ja, wie die Zeit verfliegt. Ich wollte heute eigentlich noch Kekse backen und Safe war gerade da und war in der Küche und meinte so, sag mal, wie ist das jetzt mit den Keksen? Und ich so, ja, okay, ich mache noch welche. Ja, jedenfalls wollte ich Vanillekipfel machen, aber keine normalen, weil wir sind ja bei mir. Wir machen nie Sachen normal, falls ihr neu in meiner Küche seid. Wir machen immer spezielle Sachen hier. Ich habe hier so Mandelprotein. Es hat auch keine anderen Nährwerte als Mandelmehl. Und hier so ein Leitzucker. Ja, dazu gibt es Butter und Vanillearoma oder Vanillezucker oder sowas. Das nehme ich schon. Das nehme ich schon, das echte. Ja. Mal sehen, ob das funktioniert und ob es schmeckt und ob es geil ist und wie viele Proteine es am Ende enthält. Hoffen wir mal, dass das hält, ne? So, 200 Gramm Mehl, Puderzucker, Vanille, Salz, Butter und Eigelb. Vanille. Mit Salz, Butter in Würfel und Eigelb zugeben. Das sind die fertigen Kekse, also Vanillekipfel. Und die sind leider ein bisschen soft noch in. Ich habe die nur 8 Minuten gebacken. Vielleicht muss man die irgendwie länger backen. Seth ist gerade draußen und versucht den Tannenbaum in seinen Ständer zu stecken. Und nee, klappt das? Nee, ich versuche Ach so, den du versuchst ihn erstmal. Das ist schon ein Akt. Das glaube ich. Eigentlich macht man das anders. Eigentlich macht man den erst in seinen Ständer und befreit so. Ihn dann. Ich wollte den, das können wir machen. Ja. Ich wollte den, dann würde ich sagen, nehmen wir den Ständer raus. Weil mir geht es darum, dass wenn der beim Aufklappen, dass der nicht so krass und die Wohnung voll nadelt. Aber so rum habe ich natürlich nicht gedacht. Ich glaube nicht, dass das Problem sein wird. Sondern, dass man halt den übelsten... Ja, ja. Du hast recht. Aber dann muss man halt einmal hier lang fegen. Dann musst du halt einfach auch mal mitmachen, wenn du gute Ideen hast. Ich bin doch schon da. Ja. Du willst ihn jetzt draußen an den Baum anbringen und dann reinstellen mit dem... Oh. Ich glaube, man muss das anders machen. Du musst den, glaube ich, echt da auf den Boden stellen. Und den müssen wir da reinhieven. Das ist so. Okay. Tut mir leid. So. Ja. Es biegt sich. Es biegt sie sehr. Wollen wir den einfach entfesseln? Ja, machen wir mal. Fallt nicht von euren Stühlen beim Vloggen. Wow. Der Baum ist schön, meinst du? Der Baum ist wunderschön. Guck mal. Sieht nicht aus wie aus dem Wald? Sieht aus wie ein Bilderbuch, sieht er aus. Ja, aber hallo. Das ist echt, der selber macht. Nee, falscher Baum macht, ne? Hallo Leute, willkommen zum dritten Advent. Ah, liebes! Seth hat das noch ein bisschen umdekoriert. Dekoriert? Er hat da Sachen reingefüllt und sieht wunderschön aus. Ich liebe es! Ja, ich habe es auf den Teller gestellt, dann mit so Dekogras und dann habe ich da einfach so Krimskrams aus vergangenen Kränzen Weihnachten. Und so. Die sind nicht so pink, wie die jetzt wirken in der Kamera, die Kerzen. Und unseren Tannenbaum haben wir auch schon geschmückt teilweise. Also da kommen wahrscheinlich noch ein paar Kugeln dazu. Wir haben jetzt hier so ein paar helle, silbrige. Und Seth hat schon die ganzen Geschenke, die er für seine Familie vorbereitet hat. Also es sind noch nicht alle, aber es sind einige. Nee, da steht noch ein riesengroßes ja, Gerät. Ja, ein paar kommen noch dazu und deine ja auch noch. Meine süß. Ja. Also meine, die ich für dich habe, ne?
Das ist eigentlich, das sieht man in dem Licht gar nicht. Das ist so ein Pastellgrün. Ja, das hier so, auch. So ein helles Mint. Aber das sieht halt sehr weiß aus. Ja, es sieht sehr weiß aus. Und deswegen denken wir, so ein dunkler, noch ein paar dunklere in diesem Farbton für einen Kontrast ist vielleicht auch irgendwie ganz cool. Sieht so spannend. Weihnachtlich aus hier. Ja, ich glaube es gar nicht. Auch diese Kette hier, die hing jahrelang in meinem Zimmer. Auch nach Weihnachten noch. Ich hoffe, das ändert sich dieses Jahr. Die hat deine Mutti mal gemacht. Ja, genau, die hat meine Mutti mal selber gemacht. Und auch dieses Gesteck, sie hat hinten so ein paar Baumstangen, Äste geholt. Und hat da so und dann Strohsterne dran gemacht. Und das sieht einfach aus wie bei meiner Mutti zu Hause, oder? Das ist einfach so heimelig, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie es ist. Ja. Und den Kranz, den Mutti letztes Wochenende gemacht hat, oder wann war sie hier? Ja, genau. Den haben wir einfach an die Wand gehängt, weil wir haben ja schon einen Kranz. Der ist eigentlich designed dafür, dass er irgendwo liegt, aber wir haben keine Liegefläche mehr. Nee, wir haben alle benutzt. Auf dem Tisch und so. Und da dachte ich einfach, oh, why not? Die Wand ist eh leer. Ja. Und ich will da eh einen Nagel reinmachen, weil da ein Bild hin soll nach Weihnachten. Ich habe ja gestern Abend noch Kekse gebacken. Die schmecken irgendwie nur wie Marzipan. Da müsste eigentlich viel mehr Vanille dran, leider. Aber sie sehen aus. Sie sehen zumindest aus wie Vanillekipfel. Heute Morgen waren wir wieder beim Sport. Heute habe ich Unterkörper trainiert. Schön meinen Arsch. Der muss nämlich wachsen. Und dann habe ich erstmal eine Dose Thunfisch gegessen, damit der dann auch wächst. Ich hatte mega Hunger. Ja, und jetzt packe ich mich gerade schon wieder, weil morgen und übermorgen habe ich nochmal Schule 2 Tage. Und es ist auch schon um 4. Und meine Haare habe ich geschnitten, so 2 Zentimeter. Weil die sind unten übelst ausgefranst gewesen. Und das sieht man gar nicht. Aber die sind echt mega lang geworden. Voll gut. Ja, ich freue mich jedenfalls sehr darüber, wie schön der Baum ist und wie schön der Kranz ist. Und ach Gott, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich freue mich richtig darauf, Dienstagabend wieder herzukommen und die Weihnachtszeit ein bisschen zu genießen. Ich habe dann nämlich ein bisschen frei. Oh, ich will froh und munter sein und mich recht von Herzen freuen. So fühle ich mich, Leute. So fühle ich mich.